Die Kitzbüheler Alpenrallye ist inzwischen die größte Oldtimer-Veranstaltung Österreichs geworden. Auch auf europäischer Ebene hat die Rallye einen guten Namen. Dabei ist die Entstehungsgeschichte genauso interessant wie das diesjährige Teilnehmerfeld. Der Kitzbüheler Gastronom Hasi Unterberger hatte vor vielen Jahren die Vision von einer Oldtimer-Veranstaltung in seiner Heimat. 1988 setzte er sie mit vielen ehrenamtlichen Helfern schließlich in die Tat um. Der Zuspruch der Teilnehmer gab ihm recht, viele Besitzer eines historischen Autos schienen regelrecht auf die Kitzbüheler Alpenrallye gewartet zu haben. Der Oldtimer- und Motorsportliebhaber Hasi Unterberger schaffte es innerhalb kürzester Zeit durch Begeisterung und Einsatz, aber auch durch seine guten Kontakte, sein Baby von einem freundschaftlichen Treffen Gleichgesinnter zu einer professionellen Veranstaltung weiterzuentwickeln und die Kitzbüheler Alpenrallye dorthin zu bringen, wo sie heute ist. Es ist die einmalige Verbindung des sportlichen Teils mit dem gesellschaftlichen Rahmen der Stadt Kitzbühel. Die Alpen locken mit landschaftlich reizvollen Straßen in Tirol und Salzburg, aber auch im angrenzenden Bayern. Die Teilnehmerliste sorgt in jedem Jahr selbst bei intimen Kennern der Oldtimer-Szene für Anerkennung. Dutzende historischer Fahrzeuge aller Epochen und Marken sind dabei. Es sind nicht nur die Autos, die die vielen Fans an der 560 Kilometer langen Strecke begeisterten. Wenn die Kitzbüheler Alpenrallye ruft, dann sind auch prominente Teilnehmer zur Stelle. Größen aus Rennsport, Film und Showbusiness treffen hier auf Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Allen gemeinsam ist die Liebe für klassische Automobile. Die Kitzbüheler Volksmusiklegende Hansi Hinterseher steuerte mit strahlenden Augen eines der Autos, genauso wie das Schauspielerduo Andrea Sawatzki und Christoph Berkel. Für den Rennfahrer Hans-Joachim Stuck war die Alpenrallye ein Muss. Schließlich ist der Bayer nicht nur als Motorsportbotschafter von Volkswagen unterwegs, er ist ebenfalls der Alpenrallye-Ehrenpräsident. Alle Teams haben auch 2011 dafür gesorgt, dass der wichtigste Klassiker-Event Österreichs eine unvergessliche Veranstaltung wurde. Ein Querschnitt der Automobilgeschichte vergangener Jahrzehnte mit Marken von AC bis Volkswagen. Baujahren von 1925 bis 1981. Insgesamt über 30.000 PS sorgten für Begeisterung bei Teilnehmern und Fans, auch wenn das Wetter nicht immer so mitspielen wollte. Mittlerweile 24 Jahren bilden die Teilnehmer eine Art rollendes Automuseum. In diesem Jahr war das Teilnehmerfeld besonders sehenswert. Insgesamt 206 Autos stellten sich der Herausforderung. 36 verschiedene Marken waren am Start, so viele wie noch nie. Auch die Autohersteller haben inzwischen diese Classic-Car-Veranstaltung für sich entdeckt. Europas größter Autokonzern war besonders engagiert. Die Museen der Volkswagen-Gruppe beherbergen schließlich ja auch einige Raritäten.